verändert sich nun grundlegend alles und wird alles anders, alles neu und gibt es bald kein Easy Finance mehr? Das möchte ich in diesem Video einmal mit dir ein bisschen genauer besprechen, was wir in Zukunft vorhaben. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, damit du weißt, Finance ist easy. Vielleicht habe ich den einen oder anderen im Vorspann ein wenig verwirrt, Sinn der Sache. Ich freue mich sehr, euch bekannt machen zu können, dass wir eine bedeutende Erweiterung bei Easy Finance mit inkludieren wollen, was unsere bisherigen Inhalte angeht. Und deswegen spreche ich hier bewusst auch von einer Erweiterung und nicht von einer Erneuerung. Nämlich, es soll so sein, dass wir nicht eine völlig andere Ausrichtung nur machen werden, sondern dass wir Themen erweitern. Das heißt, dass die Themen, die wir bislang mit euch geteilt haben, was finanzielle Bildung angeht, was Investmentchancen angeht, was News rund um die Finanzmärkte angeht, dass das weiterhin im Mittelpunkt steht und auch weiterhin beibehalten wird. Nicht ohne Grund wird dieser Account weiterhin Easy Finance heißen. Und die Begrüßung, die ich gerade gemacht habe, die bleibt auch unverändert. Die Inhalte bleiben also fester Bestandteil und sind auch der Grundstein und ist auch das Fundament, weshalb wir Easy Finance gegründet haben. Aber man muss sagen, man entwickelt sich ja über eine gewisse Zeit und das Leben entwickelt sich. Und so haben wir uns auch verändert. Wir haben Easy Finance Anfang 2020 gestartet, vor über vier Jahren. Und wir haben uns in der Zeit, das kann man sagen, einfach entwickelt, verändert und neue Perspektiven in unserem Leben auch inkludiert. Und neue Ausrichtungen auch gewonnen und Erkenntnisse gewonnen, die auch weit über das Thema Finanzen hinausgehen. Und diese neuen Einsichten möchten wir einfach mit euch teilen, da sie mindestens genauso wertvoll sind wie das Wissen rund um das Thema Finanzen und das Thema Investition. Und eigentlich muss man sagen, dass alles auch miteinander verbunden ist und unabdingbar und deswegen gehört es mit zum Teil des großen Ganzen. Vor etwa 4 Jahren haben wir mit Easy Finance gestartet, vordergründig mit dem Ziel, euch finanzielles Wissen mit an die Hand zu geben, aber natürlich auch in erster Linie ein Aufbau der finanziellen Freiheit und mit dem Sinn, die traditionellen Glaubenssätze und vielleicht auch traditionellen System entkoppeln zu können, einfach mit dieser finanziellen Freiheit. Denn wie ihr mittlerweile alle wisst, ist das Vertrauen, was man vielleicht hat, dass die Rente, die wir jungen Menschen in etlichen Jahren, Jahrzehnten erwarten, doch so sicher ist, dass das Vertrauen schwindet und einfach nicht mehr gegeben ist und was beispielsweise auch befristete oder diese sicheren Einkommen angeht, dass das einfach nicht mehr gegeben ist. Und deswegen kam dieses Ziel oder diese Mission vor 4 Jahren, dass wir euch finanzielles Wissen mit an die Hand geben, damit ihr euch einfach finanzielle Freiheit, erlangen könnt. Wir sind seitdem einfach auf vielen Ebenen enorm gewachsen und haben uns enorm weiterentwickelt. Nicht nur als Familie, sondern auch persönlich ich als Individuum, meine Schwester als Individuum. Und wir haben durch die Erfahrung erkannt, dass finanzielle Freiheit oder das finanzielle Wissen ein Puzzleteil sind in einem großen Ganzen. Sie bildet eine Basis in einem Bereich des Lebens, was einem Freiheit und Selbstbestimmung schenken soll. Es ist aber nicht alles und das ist eben das, worauf ich hinaus möchte. Denn wenn man auf der einen Seite finanzielle Freiheit erreicht hat oder erreichen will, stellt man fest, dass das nicht das einzige Ziel sein kann, was man haben möchte, dass es nicht dann vorbei ist. Was nützt es einem, finanziell unabhängig zu sein, wenn man vielleicht in anderen Lebensbereichen weiterhin in den alten Mustern gefangen ist? Was nützt es vielleicht mental unstetig, wenn man mental zu unstetig ist und finanzielle Fehler dadurch viel schneller macht? Da haben wir für uns entschieden, unseren Horizont zu erweitern und uns auch intensiver mit anderen Bereichen auseinanderzusetzen, die wir natürlich mit euch teilen möchten. Dazu gehört beispielsweise das Thema eigene Gesundheit, physische, psychische, emotionale Balance, das Streben nach einem erfüllten und nach einem selbstbestimmten Leben, sowie auch das Verständnis wirklich, was gesellschaftskritische Themen angeht oder auch die Gesellschaft als solches, Politik, die Geschichte mit tiefergehendem Wissen und auch vielleicht aus einer nicht beachteten Perspektive, vielleicht abseits des Wissens, was uns in der Schule so gelehrt wird.
Ziel soll einfach hierbei sein, dass wir euch eine Art Plattform schaffen, die nicht nur die finanzielle Bildung als Standbein 1 vermitteln soll, sondern einfach einen ganzheitlichen Aspekt, das große Big Picture. Genauso wie einfach das Thema Wissen unabdingbar ist, möchten wir über das Thema Gesellschaft, über uns als Individuum sprechen. Und ich glaube, dass ihr die ein oder anderen Aha-Momente erleben werdet, weil einfach alles miteinander verknüpft ist und vieles dann einfach Sinn macht. Und viele Dinge, gerade Informationen, die so wichtig sind, nicht ohne Grund fragmentiert sind oder oft vielleicht auch gar nicht so leicht zugänglich sind. Und deswegen möchten wir euch einfach die unterschiedlichen Facetten des Lebens vor Augen führen, die einfach alle als Big Picture, als einzelne Puzzleteile zu beachten sind, aber dennoch unabdingbar und alles oder jedes Puzzleteil als solches seine eigene Wichtigkeit und seine Rolle hat. Wie ich gerade auch schon kurz angeschnitten habe, ist beispielsweise ein Bereich, den wir auch euch näher bringen wollen, das Thema Gesundheit. Gesundheit als ein fundamentaler Aspekt für ein erfülltes Leben, was oft bereits gar nicht thematisiert wird oder erst, wenn man krank ist. Wir möchten aber eher den Fokus auf die Prävention legen, dass es gar nicht so weit kommt und dass eine Krankheit gar nicht erst entsteht. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, die mit Stress belastet ist, die mit Hektik, mit enormem Druck belastet ist, ist es unabdingbarer denn je, dass man sich mit seiner Gesundheit auseinandersetzt. Wir sind, was dieses Thema angeht, wahrscheinlich auch ein bisschen belastet im positiven Sinne. Durch unsere Mutter, die seit Jahrzehnten im medizinischen Bereich aktiv ist, so wird sie auch zukünftig uns helfen, was diese Themen aus diesem Bereich angeht. Vielleicht werdet ihr das ein oder andere Voice-Over auch von ihr hören, was die ein oder anderen Themen angeht. Aber so sind wir einfach schon früh mit diesem Thema in Berührung gekommen und haben uns auch intensiv mit alternativen Heilmethoden auseinandergesetzt, mit einem ganzheitlichen Ansatz, der einfach den Heilungsprozess mit einbezieht von Körper, Seele, Geist. Und dabei geht es einfach darum, natürliche Wege zu finden, dass man im Einklang steht, was Körper und Umwelt angeht. Ein weiteres Thema, was uns ebenfalls am Herzen liegt, was auch sowohl beim Thema Finanzen als auch beim Thema Gesundheit einfach mit reinspielt, und das wollen wir euch in diesen Videos dann auch immer wieder ein bisschen vor Augen führen, ist das Thema Psychologie und das Verständnis von einem selbst. Auch dahingehend hat unsere Mutter uns geprägt, durch ihr kürzlich abgeschlossenes Studium und ihre Erfahrung im psychologischen Bereich konnten wir dadurch in den letzten Jahren einfach wertvolle Einsichten gewinnen, haben viel als Familie über diese Themen geredet, auch mit unserem Vater, wo ich das ehrlich gesagt niemals gedacht habe, weil er ein sehr Fakten-, Informationen-, trockener Typ war. Wir haben aber immer mehr und mehr feststellen können, dass gerade was das Thema Finanzen, Erfolg, Karriere angeht, viele psychologische Aspekte dem zugrunde liegen und auch gesellschaftlich als System, als solches, viele Dinge der Psychologie zugrunde liegen und dass man da die ein oder anderen Schlüsse ziehen kann. Und oft werden beispielsweise auch Erkrankungen oder oft rühren auch Erkrankungen einher. Ich weiß, dass diese Themen jetzt für den einen oder anderen wie ein Esoterikgeplänkel irgendwie vorkommen, und das möchten wir euch jetzt nicht vermitteln. Wir wollen euch einfach die zentrale Bedeutung eines glücklichen und erfüllten Lebens vor Augen führen. In Liebe, in Glück, in immeren Frieden, das sind keine oberflächlichen Konzepte, das sind essentielle Bestandteile für ein erfülltes Leben und für ein Leben in Freiheit, und das wird oft vernachlässigt. Und das beeinflusst einfach auch unsere finanziellen Aspekte, und das muss man sich vor Augen führen, und dem haben wir uns auch vor Augen geführt. Stell mir einmal vor, dass du durch das vielleicht Erkennen einer bestimmten Vorliebe, die du gewinnst, wenn du mehr in dich selbst reinhörst, erkennst, worauf du Lust hast, was du vielleicht als Nebeneinkommen machen kannst, was dann auch Geld abwirft, was du dann natürlich auch wieder investieren kannst. Wir sagen immer wieder, baue dir Einkommensquellen auf. Maximiere deine Investitionssumme. Weiterer Aspekt, wenn du es schaffst, mehr mit dir im Reinen zu sein, eine ruhigere und fokussiertere Denkweise zu haben, rationale Entscheidungen treffen zu können, gerade in stressigen Phasen, aber nicht nur in stressigen Phasen im Alltag, sondern auch in stressigen Phasen, was das Thema Investitionen angeht, Fehlentscheidungen, Panikverkäufe, das alles gehört mit dazu. Disziplin, was das Thema Nahrung, Gesundheit, Sport angeht, kann man auch auf das Thema Finanzen einbeziehen, gerade auf das Thema langfristig am Ball bleiben über Jahre hinweg.
Ich will einfach nur ein paar Beispiele nennen, um euch zu zeigen, wie alles in einem verknüpft ist. Gesellschaftliche Rollen, politische Geschehen, wie das alles zusammenhängt, warum das alles gewollt ist, was wir aus der Geschichte ableiten können. Wir sagen euch immer, seht das Big Picture, seht das Große und Ganze bei euren Investmententscheidungen. Und vieles kann man einfach ablesen. In der heutigen Welt, in der der Fokus einfach viel auf Materielles, auf das Sichtbare gelegt wird, wollen wir einfach ein bisschen auch euch die unsichtbaren, die emotionalen Aspekte des Lebens zeigen. Es gibt viel mehr, als was wir mit den bloßen Augen sehen können. Gefühle, Intuition, das innere Wachstum, das sind alles Dinge, die von zentraler Bedeutung sind für unser Leben, für unsere Finanzen aber auch. Und wenn wir uns mit diesen Dingen und diesen Aspekten auseinandersetzen, können wir ein tieferes Verständnis für uns selbst und für die Umwelt entwickeln, was uns auch frei werden lässt und nicht nur finanziell frei. Erwartet jetzt nicht, was wir anfangen, euch zu erzählen. Sage jeden Tag dreimal, ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich und dann werdet ihr auch reich. Ihr solltet mittlerweile wissen, dass unsere Videos und unser Ansatz davon geprägt ist, dass wir euch Fakten und Informationen vermitteln wollen, dass wir euch ins Handeln, in die Aktion bringen wollen. Und so werden auch diese Themen, die wir beleuchten wollen, nicht nur mit irgendeinem Geplänkel vollzogen. Themen wie Gesundheit, Psychologie, persönliche Entwicklung, Finanzen, gesellschaftliche Zusammenhänge hängen einfach eng miteinander zusammen und deswegen wollen wir diese Plattform für euch schaffen. Ein Mensch, der in einem Bereich seines Lebens erfolgreich ist, wird früher oder später einfach feststellen, oder vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt, dass er auch im Einklang mit den anderen Bereichen kommen muss, in einer Balance stehen muss. Und das reicht dann nicht aus, nur auf der einen Seite finanziell unabhängig zu sein. Wahre Freiheit bedeutet, in allen Bereichen des Lebens bewusst und selbstbestimmt zu handeln und ein ganzheitliches Verständnis zu haben und das einfach auch in den Fokus zu rücken. Wie bereits gesagt, wir werden die Themen Finanzen, Investitionen weiterhin beleuchten. Beispielsweise das nächste Video, was online kommt, ist auch wieder ein Thema, was Investitionen angeht. Wir wollen aber einfach einen ganzheitlichen Aspekt machen und euch nicht nur das Thema Investitionen und Finanzen zeigen, sondern auch finanziell, gesundheitlich, emotional und intellektuell einfach die Facetten des Lebens aufzeigen. Wir hoffen, dass ihr Lust habt, diese Reise mit uns gemeinsam anzugehen und auch Spaß habt, diese Erweiterung unserer Inhalte mit uns zu teilen und auch dahingehend vielleicht ein bisschen Begeisterung in euch geweckt wurde. Wir möchten einfach, dass es euch ermöglicht, nicht nur was die finanzielle Hinsicht angeht, sondern auch viele andere Lebensbereiche, dass ihr einfach wächst und einfach stärker werdet. Denn am Ende geht es einfach daran, dass ein Leben in Harmonie und Balance geführt wird. Am Ende des Tages sind materielle Dinge schön und gut, ist das Geld, was ihr am Ende durch eure Investmententscheidung habt, schön und gut. Ihr werdet aber früher oder später merken, dass das einfach nicht alles ist. Und ihr müsst alle Aspekte eures Lebens, und das habe ich oft gesagt, in Einklang bringen, damit ihr glücklich, erfüllt und frei seid. Letztlich wollen wir euch einfach dabei unterstützen, ein selbstbestimmtes, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, indem ihr die Kontrolle und die Selbstbestimmung selbst in der Hand habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil dieser Reise werdet, wenn wir selbst gemeinsam diesen Weg bestreiten und wenn wir alle es schaffen, in Freiheit zu leben, nicht nur was finanzielle Sachen angeht. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, welche Themen euch interessieren. Gerne auch über Instagram schreiben, welche Themen euch interessieren. Wie gesagt, es wird eine Erweiterung einfach geben, keine komplette Neuerung. Und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Macht's gut, eure Isabel.